Das nächste Buch ist ein Bestseller, Dirk Oschmann, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Das ist ein Buch, das ich auch in einem Rutsch gelesen habe, weil eine Kollegin da so leidenschaftlich davon erzählt hat, wie es sie beeindruckt hat. Und ich hätte es sonst nicht gelesen, weil diese Ost-West-Sachen mir gerade mal wieder ein bisschen, also manchmal habe ich einfach keine Lust mehr, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber sie war so angetan davon, dachte ich, okay, hast mich jetzt aber ganz doll neugierig gemacht. Ich habe das also, wie gesagt, in einem Rutsch gelesen und fand es gut, werde mich aber schwer hüten. Also eine abschließende Beurteilung dazu abzugeben. Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Diskussionsgrundlage. Dirk Oschmann ist ein Leipziger Germanistikprofessor, 1967 in Gotha geboren. Und er hat Anfang 2022 in der FAZ eine kleine Suada mit dem Titel »Wie sich der Westen den Osten erfindet« geäußert, und damit sorgte er für Aufregung, und das ist sozusagen die Erweiterung dieses Artikels. Und es gibt ja also von absoluter, genau mein Ding, bis nee, geht gar nicht. Also eine wüste Diskussion, und ich muss sagen, ja, er ist, das merkt man, er ist wütend, frustriert und bricht eine Lanze für den Osten, so nach dem Motto, die Wiedervereinigung ist seit 30 Jahren immer noch im Gange und es spielt immer noch eine Rolle, wo wir herkommen. Und der Westen erlaubt sich, über die Ostdeutschen zu urteilen, nach dem Motto, das habt ihr nicht gelernt bis heute, das habt ihr nicht begriffen. Ihr seid eine Gefahr für die Demokratie, weil alles Schlechte, alles irgendwie kommt aus dem Osten, wird ja oft, also so, ne, also, und es sind Fakten da drin, persönliche Erlebnisse, aber auch ganz, ganz viele Fakten, die er recherchiert hat und die auch alle belegen kann, wo man wirklich, also, ja, so einen Hals bekommt. Wie meine Kollegin sagte, bestimmte Sachen, da wäre ich jetzt wirklich nie drauf gekommen, was so gelaufen ist in den Jahrzehnten und wie bis heute bestimmte Äußerungen oder bestimmte Meinungen über uns abgebildet sind. Er ist natürlich, wie soll ich das sagen, an manchen Stellen ist es sehr polemisch, wo ich dann auch sage, jetzt nimm dich mal wieder ein bisschen zurück. Es ist auf jeden Fall eine wirklich sehr, also man müsste sich in einer Truppe zusammensetzen und alle haben das gelesen und dann kann man anfangen zu diskutieren. Auf jeden Fall ist es ausgesprochen lesbar und ja, also ich, von mir gibt es eine glatte Empfehlung dazu. So, Frau Hohenwald, greifen Sie zu, Sie wollten es nehmen, ne? Es wird auch sehr viel, glaube ich, jetzt gelesen. Ne? Und ich, 15 Vormerker oder so. Ja. Ich habe mir als nächstes aber jetzt trotzdem also diese Jenseits der Mauer von Katrin Heuer gekauft, weil das ja in ähnlicher Thematik ist. Und wie gesagt, ich wollte es ja eigentlich nicht mehr, aber das hat mich animiert dann doch wieder mit dem Thema, weil wir sind noch lange nicht durch. Ne? Ja. Ja, ich habe es auch gelesen und habe dann an manchen Stellen gedacht, du meine Güte, also was Politiker in der heutigen Zeit noch so äußern, was wir ja so gar nicht mitkriegen, wo man denkt, das glaube ich jetzt nicht. Oder dass es immer noch einen Ostbeauftragten gibt in der Bundesregierung. Warum eigentlich? Wieso gibt es keinen Westbeauftragten? Also wo man nie drüber nachgedacht hat, aber er stößt viele Dinge an, die schon lohnenswert sind, da mal drüber zu diskutieren.